Und willkommen in Part 3 in Assassin's Creed 4 Avalon Exklusiv DLC und wir wollen Wachs in den Händen von dem Mädel links sein, das Name ich wieder vergessen habe. Es geht weiter mit Mission 3. Und da es auch nur 3 Missionen gibt, ist das die letzte Mission. Weißt du, wohin Judge das Amulett bringt? Ich tippe auf den Newport Tower. Dieser Tunnel führt uns hin. Er arbeitet lieber im Untergrund. Der gute Doktor. An der Oberfläche spielt er gerne den Heiligen. Doch ich kenne sein wahres Gesicht. Das Amulett, das er stahl, gehörte meiner Mutter. Es verlieh ihr Stärke und Weitsicht, wie schon ihrer Mutter davor. Und wie auch mir. Ohne es bin ich blind. Du bekommst es bald zurück. Dafür werde ich sorgen. Ich sorge dafür keine Sorge. Ich gehe voraus. Jupp. Ja, dann. Okay. Warnung. Nah bei Verbündeten bleiben. Das ist schon ein Tipp, der besser passt. Aber wie auf einmal sie denn hergeportet wird. Einfach genial. Und was nun? Mir nach. Einfach nur genial, dieses Spiel. Einfach nur genial. Ach ja. Glaubst du? Wunderbar. Also hast du mir jetzt wahrscheinlich eh wieder hergeportet. So. Wie soll ich da hochkommen? Ich zeig's dir. Toll, toll, danke. Darf ich vorerst mal da auch? Darf ich da? Darf ich? Hallo? Wahnsinn. Doch so schnell. So. Dann weiter, ne? Ich hab's ja recht eindeutig. Immer hier, ganz ruhig. Wie es lang geht. Wow. Immer höher hier. Na komm. Den Doktor finden. Doktor? Doktor Who? Sind Sie der Doktor? Ja. Welcher Doktor? Genau der. Ja. ja, Doktor Who-Fans. Versteht jetzt diese Anspielung? Ach, einfach nur eine geile Serie. Kann ich nur empfehlen. So. Komm, hoch da. Weiter. Danke. Verzeiht. Wollte ich jetzt nicht. Warte. Sieh mal. Ich mach das. Bleib zurück. Ja, dann wollen wir das doch mal. Mit unseren geilen Assassinenfähigkeiten. So. Double-Attentat. Check. Du musst mir dicht auf den Fersen bleiben. Schaffst du das denn? Natürlich, weil es letztes Mal so gut geklappt hat. Genau. Eigentlich hätte Evelyn das Ding rechts greifen sollen und dann nur rechts schwingen sollen. Normalerweise ja, funktioniert das auch. Wir sind leichte Ziele. Schluss damit. Normalerweise sollte man dann nicht genau da spawnen, wo man nach der Aktion hätte sein sollen. Ja. Dieses Spiel und das ist... Also, ich habe das Hauptspiel ja noch nicht gespielt, aber ich hoffe, es ist im Hauptspiel nicht so schlimm wie in diesem DLC. Ah. Du bist echt eine... Du bist total dumm.
So. Au, lass mich in Ruhe. So. Der nächste erlegt und auch der erlegt. Das wäre niemals passiert, wenn ich mein Ammo... Ach, schon gut. Ich werde einfach besser aufpassen. Du dämliche, dumpfe Backe da. Naja, egal, weiter. Wow! Wow! Okay. Ja. Genau. Das wollte ich auch gerade machen. Genau. So, schon besser. Hoch da. Da ist er. Also los. Die war da eben noch hinter mir. Warum ist sie auf einmal jetzt vor mir? Ach ja, natürlich. Danke. Das und hier, ich soll ihr folgen und dann versperrt sie mir den Weg. Das ist klar. So, verzieh dich. Verzieh dich. Ja, ich renne ja schon. So, schneller. Verteidigen. Zück. Huch, aua. Zack. Na, komm her. Au. Greif an. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Genau so. Das Tor hat er genommen. Wir müssen uns wieder trennen. Wie öffnen wir die Tore? Ja, wie öffnen wir die Tore? Mit interagieren. Ich verfolge den Doktor. Ach, nimm mich doch mal mit, Mädel. Immer muss ich einen anderen Weg hier laufen. Ist doch nicht mehr lustig hier. Okay. Augen auf. Nächstes Mal bin ich vorsichtiger. Hebel und Plattform. Der Turm steckt voller Kniffe und Mysterien. Wofür ist das? Danke. Schön, dass ich mir den Weg versperrt und ich einen anderen Weg wieder gehen muss. Ja. Eigentlich wollte ich hier rein. Okay. Gibt es irgendetwas, um die Plattform zu senken? Ja, dein Kopf. Was? Noch steht sie auf der Plattform, aber zack, spawnt sie darüber. Okay? Ja? Nee, ist klar. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ach ja. Sah nicht schlecht aus. Gut. Nö? Achso. Na dann, hoch hier. Okay. Sieht sehr nett aus hier. Wo soll meine Frage der Seele beginnen? Hörst du? Der Doktor. Was singt er denn da? Ein Lied, das meine Mutter mochte. Er glaubt wohl, damit aktiviere man das Amulett. Er ist verrückter, als ich dachte. Ja, ja.
Der ist halt ein verrückter Doktor. Der Doktor ist halt verrückt, ne? So, wollen wir mal. Du gehst vor. Ich kletter auf der anderen Seite hoch. Wir flankieren ihn. Okay. Krieg ich hin. Beachtet mal die Vögel. Sieht total geil aus. Ja, schon geil gemacht. Ich wusste, dass du 9 Leben hast. Das letzte davon muss ich dir wohl persönlich austauschen. Ich. Seine Magie ist... Mein Leben gegen ein dreckiges Stück wilden Folklore. Was ist das? Du dachtest doch nicht, dass ich all meine Geheimnisse preisgebe. Ich werde es mir merken. Doch wie funktioniert's? Es lässt mich sehen. Die Gedanken? Nein, in alle Dinge. Allerdings nur für einen Moment. Lange genug. Um zu fliehen. Patience, wirst du mich bitte zu Connors Siedlung begleiten? Wäre mir eine Ehre. Exzellent. Ja, damit ist Mission 3 beendet, der Turm. Und ich muss sagen, es ist sehr abrupt zu Ende. Denn, fertig. Wir haben den DLC jetzt durchgespielt. Und ich muss sagen, ja, das war der DLC. Ich muss sagen, es war echt sehr abrupt. Ich gehe zum Doktor, mache ein Attentat, noch mitten im Satz von den beiden. Und ja, kommst du mit, exzellent, fertig. Fand ich jetzt nicht so toll. Aber naja, egal. Dafür, dass der DLC bisher kostenlos ist für einige rausgewählte Spieler, kann man den ruhig mal zurückzocken. Knappe Stunde. Kann man nichts verkehrt machen, wenn man ja mal an den Bugs vorbeisieht. Und ja. Als nächstes kommt hier der DLC Schreiner Freiheit. Aber noch nicht gleich der kommt, wenn ich das Hauptspiel durch habe. Wann das sein wird, werdet ihr erfahren. Danke fürs Zuschauen. Kommentieren nicht vergessen. Tschüss.